Hallo meine lieben Renegade-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von Renegade. Ja, wie die letzte Folge ausgegangen ist, konnte ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, weil die Aufnahme total korrupt war. Sehr ärgerlich, aber lasst euch eins sagen. Nord hatte gewonnen, die haben uns einfach nochmal gut gewascht. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall in einer weiteren Aufnahme drin. So. MRLS ready. Genau, den wollte ich auch gerade nehmen. MRLS ready. GDI Harvester under attack. Non-Tiberium Silo under attack. Was ist denn Non-Tiberium Silo? Achso, das ist... Ah. Ja, okay. Oh Mann. Killer-Virus, ja, im Kopf. Mich immer noch, dass der Typ mich da weggedrückt hat am Anfang. Das war jetzt nicht das Oberschlimmste, aber das war halt scheiße. Das war richtig scheiße, war das. Das sind immer diese, wenn Anfänger spielen, das ist total furchtbar. Ich meine, ich bin jetzt hier kein Pro, ne? Das will ich jetzt nicht sagen. Aber es nervt so unendlich doll. Und die kennen nun gar nichts. Und die drücken die andauernd weg. APC ready. Ah, es war absichtlich nach oben gelaufen. Medium tank ready. Warum ist da eine Tür? Könnten sie nicht abschließen oder wegmachen? Ich weiß, das sind fertige Gebäude, die werden kurzweise besetzt. Ne? Ist ja okay. Alter, die sind voll gut gegen heute. Keiner hilft mir. Technology captured. New technology acquired.
holt mich hier voll weg. Ja, natürlich kriegt er mich noch. Alter, fick doch die Hände. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dieses Scheiß-Team, wo ist eigentlich hier überhaupt jemand? Hier ist nirgendwo irgendeiner. Ich hasse das! Nein, aber es macht... Also es ist wirklich nervig. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade voll allein auf dem Airfield gewesen. Da waren ein, zwei Reparierer. Danke, dass ihr es auf jeden Fall probiert habt. Aber... Wo sind die Einheiten? Wer schießt denn hier? Keiner repariert mich mehr. Das ist doch eine Kacke hier. Ich sag, das ist ein Scheiß-Team. Das Team ist wirklich schlecht. Sorry, aber das Team ist miserabel. Kein guter Spieler in meinem Team. Ich hab das Gefühl, diesen Verein gespielt. Und mein Team... Kann gar nichts. Kriegt gar keinen Schaden von mir. 1% Schaden hat er erlitten. Ein Prozent Schaden, das ist doch wohl nicht wahr. Das ist doch ein Witz, oder? Das kann nicht sein. Also erstens, der ist verdammt gut. Und zweitens, warum kriegt er so wenig Schaden? Ich krieg hier echt einen Ausraster. So, der ist AFK oder was? So, ich probiere es jetzt nochmal, den zu kicken, aber 6522, das habe ich ihm eingegeben. 6522, das ist er doch. APC ready.
tank ready. Destroyed. Ich glaube, meiner wurde schon geklaut. Not Tiberian Silo under attack. Harvester ready. Medium tank ready. Oh Mann. Tech building captured. New technology acquired. Wenn wir noch mehr AMK heute bei uns sehen, mit unserem Team, die sind alle sofort ausgeirrt. Das geht gar nicht. Wenn die Leute nicht im Spiel sind und hier, wie ich jetzt sowieso schon in der Unterzahl bin, in einem unfähigen Team und dann noch Leute haben, die überhaupt nicht spielen. Oh, das war ich jetzt. Ich habe ja noch C4 gelegt, aber wo ist denn das? Oh Mann. Also ich verliere gerade immer mehr die Lust an diesem Spiel für heute, zumindest. Ansonsten macht das ja Spaß, aber ich habe nur unfähige Leute. Ich habe einen Mammutpanzer, der vorne weggeht. Airstrike on. Es ist so schlecht, das Team. Das Spiel ist so, also nicht das Spiel. Das Team ist so unendlich schlecht. Ich habe auch keine Unterstützung. Ich habe es geschafft, das mit einem Maschinengewehrfahrzeug einen Panzer wegzuholen. Ich habe keinerlei Unterstützung. Andi, Alter, du machst mir mal wieder die Aufnahme kaputt. Ich muss mal ganz kurz schreiben. Jedes Mal, Andi. Ist jetzt nicht böse, ist ganz lieb gemeint. Er kriegt halt immerhin immer ein ganz, ganz schlechtes Timing. Was mich auch ein bisschen wundert, weil ich habe mich jetzt da gemütet, dann hätte man eigentlich auch kommen, weil ich ja schon vorhin meinte, was ich noch weiter. Aber okay, lassen wir uns auch mal nicht aufhalten. Ich würde mal sagen, wir sind voll am Arsch, weil das Team einfach schlecht ist. Das ist, mal ganz ehrlich, das ist eigentlich eine typische Map, in der GDI nur gewinnen kann. Und wir verlieren hier sowas von aus, so. Ich habe noch nie erlebt, dass hier ein Bot gewonnen hat. Ja, bin auch noch mal rein. Ja, die Schrotflinte ist gut. Weggesnipert worden. Finde ich sehr interessant, dass die mal aus dieser Kurzdistanz immer treffen. Müsst ihr mal darauf achten, falls ihr mal hier spielt oder so, achtet mal einfach hier unten drauf. Das ist sowas von anormal. Ah, dieses Nachladen. Super ätzend. Und mit der Schrotflinte habe ich es geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, dass wir wenigstens den Tunnel noch haben, dass wir alle nachvollziehen sind. Ich bin fast tot, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum? Wo haben wir nicht gestorben?
Warum steht das da nicht? Mann, Leute, könnt ihr das endlich mal programmieren, dass man wenigstens sieht, woran man gestorben ist? Das ist so zum Kotzen. Jetzt war das eine Mine, hat mich jemand gekillt? Das ist doch Kacke. Mammoth Tank ready. Warning. GDIs on Silos under attack. Medium Tank ready. Ja, das ist gerade eine richtige Frustrunde. Sachen, die immer noch nicht so sein sollen, wie sie sind. Ehrlich, ich mag das Spiel. Es ist wirklich gut. Ich habe auch richtig viel Werbung in meinem Steam-Freundeskreis hier gemacht und wir haben das jetzt alle zusammengezockt und sowas. Aber solche Sachen, dass die nicht gefixt sind, ärgert mich jetzt gerade. Kann doch nicht so schwer sein zu zeigen, woran man stirbt, wenn man schon sieht, dass der Spieler einen getötet hat, oder? Medium Tank ready. GDI Harvester under attack. MRLS ready. Das habe ich einen Pass. Das war schon mal. Willst du denn nach vorne gestürzt doch? Ja, okay, lass mich sterben. Ich hab's gesagt. Lass dich nach vorne drängen und dann sterben. Wir haben einen Unsichtbaren, der keine Atombombe hat. Ehrlich? Wenigstens eine Lasse.
Ah, er hat es verstanden. Ich habe nur noch 4 Lebenspunkte mehr auf dem gekrauten Panzer. Das hat bis Vorrang haben. Sieht doch keiner aus meinem Team, ist das geil. Was war das denn? Das war ja, ich habe mich jetzt gerade, ne? Du weißt schon. Schnickschnack. Schnickschnack, Knickknack heißt das. Ach, halt. Wollen wir eine Nahkampfwaffe? Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich vielleicht noch unsichtbarer werde. Das wäre geil. So wie der eine. Unsichtbarer Spion. Ich war noch nie hier oben drauf. Das möchte ich jetzt auch mal machen. Denn das ist neu an dieser Map, dass man hier oben drauf kann.
für eine Person 800 fand ich jetzt mal war ein bisschen übertrieben, ja. Nein! 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 Scheiße. Ach, jetzt kann ich wieder nur teilweise. Die Grafik ist echt wunderschön mit den Sounds. Also sehr geil auch mit der Schattierung, die da kommt. Schattierung hört sich bestimmt irgendwie an. Ich meine aber was ganz Spezielles. Und zwar, den Sound meine ich eigentlich damit. Und zwar, du schießt und wenn der Sound weiter weg ist, ist es leiser. Ich meine, das haben einige Spiele, ich weiß, aber ich kann nicht spielen, weil es bis jetzt perfektioniert, würde ich mal fast sagen. Schießen. Drücke. Ah, ich schieße einmal. Geil. Obwohl ich war so, dass keiner was gegen die Macht, die hier oben sind. Schön. Oh Mann, echt anstrengend gerade. Echt anstrengend. Das ist so ein... Das Spiel geht gerade echt an die Nerven. Ich laufe einfach rein, um die zu entschärfen, dachte ich gerade.
Und jetzt kommt hier ein Airstrike mitten in die Base. Natürlich von hinten, der wusste was, der konnte durch den Berg sehen, hat runtergeguckt und wusste, da ist die alte Sau. Und die mache ich jetzt alle, indem ich mit meiner Sniperwaffe rausrenne, durch den Berg anziehe und sofort mit dem ersten Schuss dich töte. Kann man machen, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich finde, sowas sollte jeder können. Schade, Mine getötet. Und die Pumpgun ist echt gut. Die finde ich echt, die ist mega. Erstmal ein bisschen orientieren. Das ist echt guter Typ. Oh, habe ich kein Geld? Wieso kann ich die denn nicht kaufen? Hä? Ach so, das geht. Ah, okay. Okay, okay. Warning. GDI Infantry Barracks under attack. Ich will mal so eine Rauchgranate gucken. Tür. Kleinen Moment bitte wieder. So, da bin ich wieder. Ich merke schon, wir sind übrigens schon völlig über der Zeit rüber. Dementsprechend will ich auch gar nicht mehr großartig machen. Ich will noch einen Angriff machen und dann werde ich auch mal einen kleinen Cut setzen. Die fand ich extrem gut. Schade, dass man nur eine davon kaufen kann. Also eine zur Zeit. Die lässt auch die ganzen Sensoren ausschalten, die für das Sniper tatsächlich wichtig sind. Mammoth Tank ready. Ach so, natürlich mit der Pistole. Mammoth Tank ready. Under attack. Was auch sonst? Mammoth Tiberium Silo under attack. Mammoth Tank ready. Ich komme mir echt vor die Deckenpflege mit der Waffe. Tank ready. Ja, ich will noch was probieren. Ich will euch hier noch ein bisschen was zeigen. Weil ich glaube, ganz ehrlich, mir ist gerade irgendwie die Lust am Spiel vergangen. Jetzt fragt mich bitte nicht, warum. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Dementsprechend werde ich gleich auch einen kleinen Cut setzen. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr aufnehmen. Eure Rücken hier waren voll vor. Hallo? Guck mal, ich drück. Funktioniert nicht mehr. Defekt. Das passiert mir in letzter Zeit ziemlich oft, muss ich sagen. Das ist sehr ärgerlich. Dadurch bin ich auch schon sehr oft gestorben.
Jetzt geht's wieder. Das ist nervig. Sorry, aber das muss abgeschaltet werden. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns in einer weiteren Folge oder in einem anderen Let's Play. Ihr kennt das ja sicherlich schon. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr immer so schön dabei seid und dass ihr trotzdem Spaß an allen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute!